Liebe Mandantinnen, liebe Mandanten, liebe Zuhörer, wir als Vermögensverwalter, wir haben Grund zum Feiern. Im Juli ist der DAX 35 Jahre alt geworden. Der Deutsche Aktienindex, sicherlich einer der bekanntesten Börsenindizes hier in Deutschland, durfte anstoßen. Ja, ist das ein Grund zum Feiern? Über das möchte ich Ihnen heute ein paar Informationen geben. Ja, gegründet wurde der DAX am 1. Juli 1988 in Frankfurt an der Deutschen Börse auf dem Parkett. Hier wurde das erste Mal der DAX entsprechend auch notiert. Im DAX sind aktuell die 40 größten Unternehmen Deutschlands enthalten, sprich die, die an der Börse sind. Beispielsweise SAP, Adidas, die Deutsche Börse, die Deutsche Post, um ein paar zu nennen. Vielleicht ein Begriff für Sie. Ja, die aktuelle Marktkapitalisierung des DAXes beträgt ca. 1,7 Billionen Euro. Was heißt die Marktkapitalisierung? Der Wert aller 40 Unternehmen hat einen Wert von 1,7 Billionen Euro. Das hört sich in der Regel zwar sehr, sehr hoch an, ist aber im internationalen Vergleich nur leider eine kleine Kerze. Wenn man zum Beispiel bedenkt, dass viele US-Werte wie Apple zum Beispiel eine Marktkapitalisierung, sprich einen Börsenwert von 3 Billionen US-Dollar hat, dann sind diese 1,7 Billionen Euro dann doch relativ zu sehen. Nichtsdestotrotz können wir Deutschen stolz auf den DAX sein. Knapp zwei Drittel des DAXes gehören ausländischen Investoren. Das ist es, wo wir sagen können, ja, wir Deutschen sind stolz, dass die Welt an unseren deutschen Unternehmen beteiligt ist. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen schade, dass wir in Deutschland eine leider kein so allzu große Aktienkultur haben. Wir haben das mitbekommen am 1. Juli, als der DAX 35 Jahre alt geworden ist. Von Seiten der Politik gab es kein Statement, es gab keine Glückwünsche von Scholz, Lindner oder Baerbock, geschweige denn vom Wirtschaftsminister. Von dem her müssen wir als Vermögensverwalter uns dahingehend orientieren, dass wir Aktienkultur leben und auch weiterhin nach vorne treiben. Ja, die Erstnotierung des DAXes am 1. Juli 1988 betrug 1000 Punkte. So ist er damals gestartet und aktuell haben wir einen Punktestand von ca. 16.000 Punkte. Wir haben im Juni ein neues Allzeithoch erreicht und diese Entwicklung, die ist schon beeindruckend. Die Rendite, wenn man seit Anfang an investiert ist, betrug 1.288%. Das ist eine Ansage und auf die können die Aktionäre stolz sein. Wenn man das mal umrechnet auf das Jahr gesehen, somit konnte der Investor eine Rendite von durchschnittlich 7,8% im Jahr erwirtschaften. Und das ist schon eine Ansage. Was heißt das 7,8%? Letztendlich konnte der Anleger realen Vermögenserhalt erwirtschaften. Er konnte letztendlich nach Inflation, nach Steuern und nach Kosten real Geld verdienen. Und das geht leider nur mit wenigen Anlageformen, aber am besten immerhin mit Aktien. Hierzu später noch ein paar Worte mehr. Hier im Hintergrund sehen Sie die Entwicklung des DAXes. Wir haben hier bei 1000 Punkten im Jahr 1988 begonnen, sind jetzt bei knapp 16.000 Punkten. Ja, und wenn man bedenkt, was hier alles für Krisen integriert waren, es war der neue Markt integriert, es ist ein Irakkrieg enthalten gewesen, der 11. September, wir haben die Corona-Pandemie, wir haben den Russland-Krieg in der Ukraine. All diese Themen haben natürlich die Kurse immer kurzfristig belastet, aber entscheidend ist doch, was ist langfristig passiert. Ja, und langfristig konnten die Anleger Geld verdienen mit dem DAX und das ist auch ein entscheidender Faktor, um langfristigen Anlageerfolg zu generieren. Ja, wenn man bedenkt, Aktien gibt es seit ca. 130 Jahren in etwa. Und einer der ältesten Aktienindexe ist der S&P 500. Das sind die 500 größten Unternehmen in den USA. Und den gibt es seit ca. 1900, also sprich 123 Jahre. Und ich habe Ihnen die Entwicklung dieses Indexes auch mal mitgebracht, die Sie hier sehen an der grünen Linie. Und hätten Sie damals 1900 einen Dollar in den S&P
500 investiert, so hätten Sie jetzt zum 31.12.2022 immerhin ca. 2.600 US-Dollar verdient. Hätten Sie das Geld in Anleihen investiert, da wäre letztendlich ein Ertrag von 9 US-Dollar entstanden. Und hätten Sie das Geld auf dem Konto gelassen, hätte sich das nur verdoppelt von einem Dollar auf 2 Dollar. Was heißt das für Sie? Die analysierten Erträge im Aktienbereich waren beim S&P 500 bei 6,6%. Und das ist schon herausragend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die realen Erträge, die letztendlich dann nach Inflation übrig bleiben, die betrugen immerhin im Schnitt zwischen 6,6% im Jahr von 1900 bis 2022 oder auch in den letzten 22 Jahren, wo es doch extrem viele Krisen gab, konnte man immer noch eine reale Rendite von knapp 4% verzeichnen. Warum ist es so wichtig, auch in Aktien zu investieren bzw. früh genug anzufangen? Wenn man das Beispiel nimmt als junger Erwachsener und man beginnt mit 25 Jahren 5.000 Euro jedes Jahr bei 5% Rendite zu investieren, ja, dann kann ich über den sogenannten Zinseszinseffekt, über Dividenden, über das Wirtschaftswachstum letztendlich, bis ich in Rente gehe, knapp 640.000 Euro erwirtschaften. Damit ist meine Rente gesichert. Fange ich allerdings mit 35 Jahren an, ja, kann ich mit 5.000 Euro und 5% Rendite nur 355.000 Euro erwirtschaften. Das ist das, worum wir als Vermögensverwalter an die junge Generation appellieren, kauft Aktien. Und eben auch an die Eltern und Großeltern, dass sie für ihre Kinder oder Enkelkinder auch ein Aktiendepot eröffnen. Letztendlich, um die Rente schon mit nur 5.000 Euro im Jahr dann abzusichern. Und die Entwicklung ist letztendlich beeindruckend. Ein kurzes Fazit dazu. Für uns als Vermögensverwalter sind Aktien Sachwerte. Ich bin beteiligt an einem Unternehmen. Mir gehört ein Stück von diesem Unternehmen. Und das ist was, was mir keiner wegnehmen kann. Aktien bleiben für uns weiterhin erste Wahl, da sie einen realen Vermögensschutz generieren. Letztendlich nach Inflation, nach Steuern und sie profitieren an der Wirtschaft. Mit jedem Konsum, den sie selber tätigen, die Nachbarn tätigen oder andere, partizipieren Sie damit in Ihrem Depot.